Ja, warte mal. Ey, warte mal. Nochmal Stopp. Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spielchen, zu einer kleinen Runde. Wir spielen gegen den Orkinus. 2 gegen 2 auf dieser lustigen Map. Ach, du spielst sogar gegen mich. Was für eine Frechheit. Ja. Wir spielen Insurgency. Falls das schon mal jemand gehört hat. Wir haben es gekauft. Ich wurde gezwungen, es zu kaufen. Richtig, von mir. Im Humble Bundle, glaube ich, war es sogar, ne? Humble Bundle, richtig. Oh, da habe ich einen erwischt. Ist, ja, und das. Ja, erklär du. Nee, erklär du. Du bist ja mehr der Profi in diesem Spiel. Ich bin ja mehr der. Ich laufe und schieße und mache alles platt, was da ist. Richtig, es ist ein Taktik-Shooter. Also im Prinzip. Und es hat so ein paar Elemente aus verschiedensten Shootern gemischt, sag ich mal so. Also von der Art, wie man es spielt, erinnert es mich am ehesten an ARMA. Echt? Ja. Yep. Ist im Prinzip dasselbe. Ja, ich bin tot. Ich weiß nicht von wo. Von vorne. Wenn du jetzt gerade gestorben bist, habe ich dir jetzt gerade ins Gesicht geschossen. Bei C? Ja. Das Problem ist, man kann nicht einfach wieder spawnen. Das, ich will sagen, das macht den Reiz des Spieles aus, aber das macht eben die Zeit aus, dass man ja nicht einfach so von wiederkommt. Ihr seht unten links Wave, das ist ein bisschen seltsam, eine Wave und null Wellen. Also ein bisschen Deutsch und Englisch gemischt gerade. Man kann in diesen Wellen zurückkommen, wir halten jetzt noch eine Wave. Die Gegner haben null Wellen, kann das sein? Richtig. Jetzt spielen wir schon 3 gegen 3. Spannend. So, jetzt müssen wir nur noch ihren E-Punkt zerstören und dann haben wir. Aua. Tja. Haben wir gewonnen. Ja, und jetzt ist man eben mal lustige 15 Sekunden tot. Deswegen gibt es am Anfang des Spiels, wenn man das spielt, auch mal den lustigen Running Gag. Legt euch ein Buch an die Seite. Ihr werdet es zu Ende lesen können während des Spielens. Richtig. Und das trifft auch ziemlich gut zu, muss ich sagen. Ja. Also, wenn ihr mal wieder zum Lesen kommen wollt, dann kauft euch dieses Spiel unbedingt. Es hilft. Spielt Computerspiele. Da war irgendwo jemand anders, der mich gesehen hat. Jetzt können wir es ja gar nicht austauschen. Eigentlich war ja der Plan, dass wir in einem Team spielen. Richtig. Damit wir ja gegenseitig sozusagen taktische Ansagen machen können. Ich wechsle mal rüber. Hab ich ihn jetzt erwischt oder nicht? Nee. Schweren Lauf mal rein, Leuchtspur wieder raus. Genau, man kann sich halt die Waffen so custom-mäßig zusammenstellen. Aus so Bausätzen nenne ich das jetzt einfach mal. Also hast eine bestimmte Anzahl an Sachen, aus denen du auswählen kannst und kannst dann deine Punkte, die du hier unten hast, entsprechend verteilen. Genau, das sieht bei uns dann so aus. Wir haben jetzt dieses lustige. Nein, der Bullet hier so rum. Wir haben diese Waffenauswahl und dann können wir hier je nach Punkten, die wir dann hier so sammeln, da zusätzlich. Ich habe einen Red Dot und einen Vordergriff für 3 Punkte. Ich habe einen Red Dot, einen Vordergriff und einen schweren Lauf. Hast du viel mehr Punkte als ich? Ein ich glaube, Punkt du spielst ja auch mehr. Schon ein bisschen länger. Das hat aber damit nichts zu tun. Ich habe jetzt nur blöderweise keine Granaten oder Sprengsätze dabei, um Echo zu zerstören. Weil bei diesem Spielmodus ist es im Prinzip so, man bekommt Wellen dazu, wenn man einen Punkt erobert, aber halt nur solange man noch den Weapon Cache, also Alpha bei uns oder Echo bei den Gegnern, solange man die noch hält. Sobald der Gegner die zerstört, sind sie kaputt für immer und man bekommt halt keine Wellen mehr dazu. Jetzt ist das Problem, ich habe auch nichts dabei, um die kaputt zu machen. Der ist unten bei Bravo und auf den Bahnschienen. Ja. Ich wechsle mal die Klasse, dann kann ich es kaputt machen. Da glaube ich, mit der Klasse. Sprengmittel C4 bitte. Also das hier wäre sozusagen der Gegnerpunkt. Hoppala. Der führt aber zu schweren Lecks.
Kann man nicht hier irgendwie drauf springen? Ne, geht nicht. Schade. Warte mal, ist das Market? Ja, oder? Keine Ahnung. Ja, ist es. Habe ich mich auch einen Guide zu gesehen. Fuck. So, ich habe einen auf dem Weg erledigt. Was soll denn das? Wo soll ich denn jetzt hin? Zu Delta oder was? Wie auch immer. Dann haben sie das vielleicht sogar schon behoben. Ja, du solltest zu Delta. Ich hatte nämlich ein... Es gibt zu dem Spiel auch tausende Guides auf Steam, natürlich. Und einen dazu, der hat auch so einen Trick gezeigt, wie man hier irgendwie aufs Dach klettern kann. Ja, und bei mir, ihr seht gerade, ich nehme D ein. Der blaue Balken ist gleich voll. Dann warte doch noch kurz auf mich. Fuck. Boom. Ja, was soll ich machen? Soll ich aufhören? Ja. Komm mit, ich habe ein C4. Warum soll ich jetzt mitkommen? Du machst das schon alleine ganz gut. Nein, ich brauche Support. Aber B braucht auch Support. Achso, B wird schon geholt. Nein, du kommst alles mit zu Echo. Ihr seht schon, neuerdings werde ich hier befehligt. Ich bin, glaube ich, sogar wirklich dem Vorgesetzten da. Auf dem Weg zu Echo. Hinter dir ist einer. Im Durchgang. Heißt, du hast ihn nicht gekriegt, ne? Nein, und da liegt noch mein C4. Oh, der ist das war geschickt im Laufen. Ja. Muss man ihm lassen. Gut, der Plan war ja gut, aber die Umsetzung war natürlich noch ein bisschen schwierig. Genau, es sind auch noch nicht so viele Mitspieler irgendwie. Also es wird auch noch mehr. Lass mal links zu Bravo gehen. Na, vorbei, das holen wir uns schon. Mal kurz ins Team-Overlay gehüpft. Ich gehe mal zu Delta. Lag. Ich komme mit. Was leckt denn das jetzt? Das kann doch nicht sein. Das liegt übrigens an der Aufnahme. Also normalerweise leckt das Spiel bei mir nicht. Kannst du auch noch mal ganz kurz zeigen, hier für einen virtuellen Schwanzvergleich. Ich bin Rang 4. Yay. Und ich bin Rang 3 oder was? Ich glaube. Bist du auf dem Weg zu Delta? Ich bin schon bei Delta, ich warte jetzt ab, wo der rauskommt. Mach ich genauso. Er kommt aber nicht raus. Soll ich einfach mal Sperrfeuer machen und du rennst rein? Machen wir doch das mal, oder? Ja, gut. Dann mal los. Hier ist keiner mehr. Ah, da sieht man zum Beispiel, nur mal so randbemerkt, so ein bisschen Taktikaspekte kannst du in diesem Spiel wirklich super einsetzen. Also es ist, erfordert schon deutlich mehr Taktik als irgendwie. Komma, wenn ihr im Teamspeak seid. Wenn ihr alleine spielt, ist das quasi auch für den Hintern. Wobei, es gibt einen Voice-Chat. Ja, Voice-Chat ist ja immer für den Hintern. Naja, wenn du es entsprechend spielst. Hier auf dem einen Server haben wir das ganz gut gemacht, fand ich. Ja gut, es kommt immer darauf an, ob die Leute auch deine Sprache sprechen. Ja, Englisch halt. Ja. Oh, Sperrbereich. Ja, man darf nicht überall hin, man darf der an Spawn zum Beispiel nicht bekämpfen, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Aber die Maps sind echt gigantisch groß, also das, da gibt es nichts dran zu kritisieren, finde ich. Also ich finde die Maps sehr gelungen. Und vor allem total verwinkelt, also du kannst plötzlich von irgendwo beschossen werden, wo du niemals damit gerechnet hättest, dass da überhaupt noch Feinde herkommen könnten. Achtung! Vorsicht, weg, ich hab eine Granate da eingeschmissen. Ja, so, jetzt müssen wir eigentlich nur noch Delta Bravo wieder zurückholen und Bravo holen, genau. Ich hol Bravo. Ich geh mal zu Delta.
Ja. Und ich bin hinterrücks erschossen worden. Von deren Spawn kam noch einer. Mist. Wir spielen 4 gegen 4 mittlerweile. Und zum Thema Schwanzvergleich, das meinte der Orkinus gerade. Hier gibt es die Punkte, die man insgesamt im Spiel hat. Und naja, du hast 3000 Punkte mehr als ich. Also so viel. Genau, guckt euch mal alle meinen virtuellen Schwanz an. Ja. So. Delta ist eingenommen. Bravo haben wir auch zurück. Ne, Delta ist von denen eingenommen, wollte ich sagen. Jetzt werden die wahrscheinlich auf Charlie vorrücken. Da sind sie auch schon. Wo? Ich bin auf Charlie. Sind die on spot? Ja, einer sitzt down. Und einer kommt jetzt von der rechten Seite sozusagen, wenn du in die Mitte guckst. Ja. Weiter rechts. Rechts. Genau, von da. Hey. Oder noch einen weiter rechts in dem Geschäft. Genau, da wurde ich gekillt, da hinten. Ja, genau, da wurde ich gekillt. Kann natürlich sein, dass der jetzt weiter zu A läuft. Ich werde jetzt mal schnell zu A laufen, um mal zu gucken. Gibt keine Minimap, wie ihr sehen könnt. Ist eigentlich auch nicht so geil. Fuck. Hat er mich umlaufen. Er war tatsächlich immer noch in diesem Geschäft drin. Also Geduld ist etwas, was du eigentlich bei diesem Spiel echt brauchst, was ich aber manchmal nicht habe. Was ganz schön ist, was ihr an den Statistiken seht, es gibt extrem viele Punkte für Objectives, aber total wenig für Kills. Also man kriegt 10 Punkte pro Kill, wie du bei dem Typen Finny sehen kannst. Und es gibt aber extrem viele für Objectives, nämlich 100. Und deshalb, das soll sozusagen die Leute dazu animieren, Leute, holt euch die Objectives und... Ich bin down. Ich bin runtergefallen und dann wurde ich auch angeschossen. Sag mal, das war grottenschlecht von mir. Ja, das würde ich wohl so sagen. Hast du mich gesehen? Ich habe nur noch gesehen, wie du umgefallen bist. Mehr habe ich nicht gesehen. Also das war echt grottenschlecht geschossen. Muss ich mich für entschuldigen, sorry. Mein Name ist Jeff, ist der wertvollste Spieler. Ich sage, schieben wir gleich die nächste Runde hinterher, oder? Ja, machen wir alles in einem durch. Wollen wir wieder auf Echo gehen? Ja. Nichts ich rechts. Würde aber über D sagen. Also okay. Erst Delta und dann Echo. Oder wollen wir erst C nehmen und dann? C ist immer so umkämpft. Na gut, dann gehe ich gleich zu Delta durch. Da ist schon einer. Ganz links. Das war ganz rechts. Ja, und ganz rechts auch, genau. Fuck. Jetzt ist es wieder auf Deutsch da unten. Wellen und Wellen. Jetzt gibt es drei Wellen für jede Seite. Ja, man muss natürlich, wenn man hieraus ein Let's Play macht oder ein Let's Show oder wir zeigen es oder wie auch immer, muss man irgendwie auch was zu erzählen haben, denn man muss tatsächlich eine lange, lange Zeit warten zwischendurch. Ja, aber man muss sich auch immer wieder stark konzentrieren. Also man darf eigentlich gar nicht so viel erzählen. Also mir geht's zumindest so, wenn ich... Yo. Ich bin down. Ich habe ihn gerade so noch gesehen, aber... Das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Du hast überhaupt keinen HUD, also keine Anzeige jetzt, so wirklich. Und du bekommst halt Gegner nicht hervorgehoben. Also man muss wirklich gucken, dass man die Gegner überhaupt sieht. Ich renn mal zu A. Ich komm mal mit. Das ist halt, wenn man die ganze Zeit Counter-Strike spielt. Die haben versucht, das zu zerstören. Ich bin erschossen von hinten. Ich auch. Wieso sterben wir eigentlich immer an der gleichen Stelle? Weil wir uns nicht gegenseitig decken. Und weil wir uns nicht absprechen. Wir reden so viel über andere Themen als über das Spiel. Eigentlich ist das ein Spiel, wo du nicht so viel über andere Themen reden solltest. Was bescheuert ist, ich bin ja direkt daneben gestorben. Ich hatte C4 dabei, das heißt, ich habe denen sozusagen den Sprengstoff geliefert. Ja, das ist natürlich ungünstig. Also jetzt haben wir... Jetzt müssen wir mal zu Echo durchkommen. Ja. Problem ist, die Gegner sind ja wahrscheinlich immer noch da. Ich renne nochmal zu A.
einfach mal zu gucken. Ja, wie ich schon sagte, die sind immer noch da. Ich bin also jetzt tot und habe eine ganze Menge Zeit zum Reden. Der hat mich da oben weggeschossen. Da war er. Er kann nicht so weit laufen, das ist unser Spawn, da darf man nicht hin. Jetzt sehen gerade deine und meine Zuschauer das gleiche. Egal. Also Delta haben wir ja schon. Da lief einer. Der ist auf Delta drauf, ne? Schön, sehr schön. Jetzt müsstest du Delta wiederholen. Da war noch einer. Ja, da war noch einer. Das ist das Problem an diesem Spiel. Es sind einfach nur zu viele Gegner da. Aber wir spielen mit echt wenig Gegnern, ist der Punkt. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Gegnern spielen wir denn? 3 gegen 3 spielen wir. Ah, das kriegen wir hin. Ich komme meiner Klasse auch noch nicht ganz zurecht, muss ich zugeben. Der steht 0 zu 2. Wenn wir jetzt verlieren, dann haben wir verloren. Ach. Ja. Deswegen nehme ich jetzt mal die alles durchdringende Munition mit. Ich laufe jetzt mal zu Charlie, um mal was anderes zu machen. Und du, wo läufst du so lang? Ich mach's, probiere es mal mit einer anderen Art von Waffe. Der M4A1. Also eine Art Sniper. Okay, guys, we're taking Charlie, watch it. Ich versuch's mal hier so ein bisschen im Smoke. Ich weiß nicht genau, was ich so sehe oder ob man mich sehen kann. Jetzt ist der Smoke plötzlich weg. Hier immer noch rum und habe aber gleich Charlie eingenommen. Und bin draufgegangen bei Charlie. Super. Es gibt die Funktion des Rutschens. Habe ich jetzt leider nicht hingekriegt. Oh, und des Headshots. Alter Vater. Das war doch nicht schlecht, oder? Ja, das sah gut aus. Ich komme wieder zur Unterstützung. Da kann ich auch die Luft anhalten mit Shift. Ja, man kann mit Shift auch rennen. Das war von rechts. Jetzt machen wir mal den Slide. Cool, ne? Bin beeindruckt. One of my favorite movement. Ja. Mein amerikanischer Ansager hier, der klingt ein bisschen, als hätte er schon ein paar Glühwein getrunken. President Delta ist Sophie. So in etwa. Die holen sich Charlie. Ja, ich hole mir Delta. Das war ein zu schlechter. Mach mal eine Welle zurück. Alles klar, und jetzt? Ich muss mit dem. Also irgendwie muss ich auf dieser Map noch richtig spielen werden. So, ich warte jetzt hier auf dich. Du müsstest jetzt mal zu E kommen. Ich habe aber keinen Sprengstoff. Oh, 2 gegen 3 spielen wir gerade.
von da kommen die Gegner. Das ist deren Spawn. Den dürfen wir da auch nicht hin, obwohl wir eigentlich theoretisch mit einem Sniper dürfen wahrscheinlich da durchschießen. Ne? Ich glaube, wir sind bei Alpha gerade. Oder bei Delta, das nehmen die auch gerade ein. Der war bei Alpha. Hast du ihn erwischt? Ja. Sehr schön. Ich bin ja kein Anfänger. Nein, schon 1000 Spielstunden gehabt. Ich glaube 20. Oh, und ich bin mitten reingerannt. Ich bin ein Anfänger. Der Hustle, Tango Bravo. Ich hole mir mal Bravo zurück. 7 Sekunden noch, bis ich ja, online bin. Also ich hole mir nicht direkt Bravo zurück, sondern ich gehe als Sniper auf die Position mit Visier auf Bravo. Weil ich meine, als Sniper kannst du schlecht Objectives zurückerobern. Wir kommen diesmal von der Seite von Charlie. Mal gucken, was wir da so reißen können. Pass auf. Ich bin down. Von wo? Ja, ich weiß es leider nicht ganz so genau. War auf jeden Fall auf der Main Road bei Charlie. Allerdings unsere Seite. So. Jetzt musst du mal Alpha verteidigen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und das soll es auch schon gewesen sein für diese erste Folge von Insurgency. Ob wir noch weitere Folgen machen, werden wir nachher entscheiden nach 2-3 Glühweinen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.